Eine neue Zeitreise, die wir heute am Strand von Hohe Düne starten. Die Sommersaison steht bevor, aber keine Bange, wir wollen heute nicht mit Ihnen baden gehen, sondern wir sind auf historischer Suche. Ungefähr hier soll sich die erste Hafenzufahrt befunden haben zum Rostocker Hafen, über den Breitling, aber auch zum Warnemünder Hafen. Und genau das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Man muss schon sehr weit im Geschichtsbuch zurückblättern, wenn man bis in die Anfangszeit des Warnemünder Hafens gelangen will. Etwa bis in die Zeit um 1200, als der Ort gegründet wurde. Es waren damals deutsche Siedler aus Westfalen, Niedersachsen, Friesland und Holstein, die ins Land zogen, um sich hier als Fischer und Bauern niederzulassen. 1227 zerfiel mit der Schlacht von Bornhöved das lange so mächtige dänische Ostseereich unter König Waldemar II. Durch seine Niederlage. Doch es gab zu jener Zeit zwei Orte mit dem gleichen Namen. Es existierte nicht nur das Warnemünde westlich des alten Stroms, das uns heute vertraut ist, es gab auch etwa 2 Kilometer weiter östlich das Rostocker Warnemünde am alten Fahrwasser. Einem Mündungsarm der Warnow und gleichzeitig zu jener Zeit auch der einzige Schifffahrtsweg zwischen dem Breitling und der Ostsee. Nur auf diesem Wasserweg gelang es damals, in das junge, aufstrebende Rostock zu gelangen. In den besiegelten Urkunden des 13. Jahrhunderts ist dort ein Hafen, ein Rostocker Hafen vermerkt, für den die Stadt vom Landesfürsten Borwin III. Bereits im Oktober 1264 auch das städtische Recht erhielt. Von ihm erwarben die Rostocker schon 12 Jahre vorher, bereits also 1252, die daneben liegende Rostocker Heide. Bereits 1288 schloss die Hansestadt Rostock für die Instandhaltung des Hafens einen Vertrag mit einem Patrizier, der die Zufahrt zum Hafen über 5 Jahre gut 12 Fuß tief halten sollte. Und schon 2 Jahre vorher bringen die Rostocker auch die Insel Pagenwerder in ihren Besitz. In 1323 erwarb die Stadt dann auch noch das andere Warnemünder Dorf, das fürstliche Warnemünde, unser heutiges Warnemünde. Dazu gehörte dann auch ein kleiner Hafen, der dort 1261 vom bereits genannten Fürsten Heinrich Borwin III. Angelegt wurde. Auf den überaus konkreten und äußerst anerkannten Karten von Liebeking aus dem Jahre 1786 sowie Schmettau von 1788 und auch von Tarnow aus der gleichen Zeit ist diese alte Verbindung zur Ostsee noch letztmalig enthalten. Dies war der mittelalterliche Schifffahrtsweg. Eine Rekonstruktionszeichnung aus dem Jahre 1927 von Kuno Voss bestätigt dies noch einmal. Der heutige alte Strom war mindestens bis 1423 lediglich einer von 4 Mündungsarmen der Warnow und dazu auch noch der schmalste. Dies sollte sich bald ändern. Zwischen 1487 und 1519 wurde der zunächst als neues Tief bezeichnet, zur Nutzung als Schifffahrtsweg ausgehoben. Auf der Karte von 1552 sind sogar noch 2 Zufahrten von der Warnow auf die Ostsee zu sehen. Endgültig ist dann der Ausbau des neuen Tiefs 1582 vollendet. Eine alte Karte von 1709 zeigt den neuen Weg. Aus einer weiteren Karte von 1751 ist ersichtlich, dass dieses neue Tief auch als Hafen diente, zum Beispiel für die Segelschiffe, die hier einen Zwischenstopp zum bzw. vom Rostocker Hafen machten. Dies sollte im Wesentlichen auch bis 1903 fast so bleiben. Mehrfach wurde Warnemünde in den zurückliegenden Jahrhunderten in den verschiedensten Kriegen von unterschiedlichen Truppen besetzt und immer spielte dabei auch der relativ kleine Hafen eine wichtige Rolle, wenn es galt, diesen zu schließen, um damit die jeweiligen Gegner hart zu treffen. Zum Beispiel wollte Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg den Hafen zum Kriegshafen ausbauen und ließ eine Schanze errichten. Ihm folgten in diesem Krieg 1631 die Schweden.
Die Franzosen versuchten es dann noch einmal 1806. Dazu kam im selben Jahr die durch Napoleon verhängte Kontinentalsperre, dem Handelsembargo für England. Dies betraf auch die mecklenburgischen Häfen. In jenem Jahr gab es eine Rostocker Ratsverordnung, die ähnlich wie die Hafenordnungen von 1729 und 1853 oder die Lotsenordnung von 1782 dazu diente, die Warnemünder zu unterdrücken. Diesmal wurde genauestens festgelegt, welche Gelder durch die Vogtei, die seit 1605 im ältesten erhalten gebliebenen Warnemünder Haus nachweisbar ist, von einem Schiffer für teilweise Be- oder Entladung seines Schiffes gefordert werden konnten. Denn Warnemünde hatte immer nur die Vorhafenfunktion für Rostock mit der Aufgabe, eingehende Schiffe zu leichtern. Denn für manche Schiffe war das Fahrwasser nach Rostock nicht tief genug. Die Waren wurden auf Prahme umgeladen und dann so weiter in die Hansestadt gebracht. Das Prahmen fand zum Teil auch auf der Reede vor Warnemünde statt. Für ausgehende Schiffe wurde Ballast in Form von Sand und Steinen bereitgestellt. Festgeschrieben wurde aber auch, wie wenig die Lastenträger, die aus Warnemünde stammten, für diese harte Knochenarbeit verdienen durften. Die Gebühren der Schiffer wurden dann an die Stadtkasse abgeliefert. Erst 1813 wurde die Kontinentalsperre wieder aufgehoben. Englische Waren wurden nun nicht mehr verbrannt. Da laut Rostocker Stadtrecht die Warnemünder rechtlos waren, durften sie auch keinen Handel treiben. Dies änderte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Erteilung der Bürgerrechte, sodass für sie erst dann ein Güterumschlag über Land möglich wurde. Warnemünde veränderte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Auf dem Wasserarm, der später der alte Strom heißen sollte, waren die ersten Dampfschiffe zu sehen. Mit dem Forstinspektor der Rostocker Heide, Hermann Ludwig Becker, kam 1812 auch der erste Badegast nach Warnemünde. Noch waren aber die schützenden Molen sehr bescheiden. Dies sollte sich bald ändern. Zwischen 1828 und 1836 wurde die Hafeneinfahrt verlängert. Die Westmole wuchs um 100 Meter hinein in die See und an ihrem Ende gab es bereits eine Warmbadeanstalt. Auf der neuen Mole konnte man vortrefflich flanieren. Auf der Schanze wurde eine Ziellaterne mit hohem Signalmast aufgebaut und es gab nun die ersten Hotels. Eine dazugehörige Promenade sollte aber erst später entstehen. Der Durchstich im Pagenwerder war 1837 fertiggestellt. 1842 erhielt der Strom, der gleichzeitig also auch Hafen war, gegenüber der Vogtei für den zunehmenden Schiffsverkehr ein erstes kleineres Wendebassin. 1878 wurden in den Segelanweisungen der Kaiserlichen Marine Warnemündes Hafenzufahrt und der Hafen selber ausführlich beschrieben. Warnemünde als der Vorhafen von Rostock und zwischen Rügen und Wismar der einzige Hafen direkt an der Küste. Die Hafeneinfahrt wurde durch zwei Steinmolen gebildet, die nur 35 Meter voneinander entfernt waren. Auf jedem Molenkopf stand eine pyramidenförmige Barke aus Holz. Auch die Leuchtbarke auf den Dünen wurde darin beschrieben und wegen der starken Strömungen war das Einsegeln ohne Lotsen verboten. Warnemünde begann sich nun auch zu vergrößern, hatte aber noch keine Straßenbezeichnungen, sondern Quartiere. Wie schon zu sehen war, entstanden im noch jungen Badeort die ersten Hotels. Also wurde ein Eisenbahnanschluss unumgänglich, der dann im Jahre 1886 vollzogen wurde. Auch wurde die Verbindung nach Skandinavien immer wichtiger. Die ersten Postdampfer sollten hier anlegen. Dazu musste nicht nur die Fahrrinne vertieft werden, sondern auch ein Hafenbecken, also ein größeres Hafenbassin, angelegt werden. Doch zunächst einmal mussten dafür am Rostocker Enn, das war das Stück Straße im ersten Quartier, wo Föhrich und Achterich zusammenschließen und sich die Häuser am Strom weiter entlang schlängelten, 19 Wohnhäuser weichen.
Am Ende der verbliebenen Häuser entstand dort das Zollamt. 1886 konnte dann das Becken, das 450 Meter lang, 100 Meter breit und 4,5 Meter tief war, für den Postdampferverkehr eröffnet werden. Dieses wurde auch Basseng und später Wendebecken genannt. Die neue Eisenbahnstrecke, die aus Berlin kam, endete zunächst unmittelbar neben diesem Hafenbecken, sodass die Passagiere nur noch umsteigen mussten. Die Mole wurde um 133 Meter verlängert. Zwei Raddampfer, Kaiser Wilhelm und König Christian, übernahmen den allerersten Fährverkehr. Weitere Raddampfer kamen hinzu. Nach den Vertiefungsmaßnahmen zu dieser Zeit im späteren Alten Strom war es nun auch möglich, mit größeren Dampfschiffen wie dem schwedischen Raddampfer Goethold, gebaut 1840 in Lübeck, über den Alten Strom, vorbei am neuen Hafenbecken, durch die neue Durchfahrt Pagenwerder, hinein in den Breitling und dann war nur aufwärts bis in den Rostocker Stadthafen durchzufahren. 1894 ging diese Postdampferroute in den Besitz der großherzoglichen Friedrich-Franz-Eisenbahn über. Für die Sicherheit des Fährverkehrs wurde 1898 von der Stadt Rostock der Leuchtturm erbaut. Eine direkte Fährverbindung ohne umzusteigen konnte dann 1903 realisiert werden. Der Warnemünder Hafen war nun zu einem modernen Eisenbahnfährhafen ausgebaut, in dem der Transitverkehr zwischen Berlin und Kopenhagen abgewickelt werden konnte. Das alte Tief, ostwärts bei der Hohen Düne, wurde bei diesen Hafenbauarbeiten zugeschüttet. Eine neue Ostmole musste auf einer Länge von 1,1 Kilometer gerammt werden. Sie entstand innerhalb von 3 Jahren. Die alte, 560 Meter lange Ostmole, musste um 80 Meter gekürzt werden, denn sie wurde nun zur Mittelmole. Zwischen diesen beiden Molen befand sich der neue Fährhafen. Von hier aus ging es nicht nur ins dänische Geetze, sondern ab 1909 auch nach Trelleborg in Schweden. Die Westmole hingegen musste noch einmal um 100 Meter verlängert werden. Gleichzeitig musste aber auch für den zunehmenden Schiffsverkehr eine neue große Wasserstraße, der neue Strom, gebaut werden. Auch diese neue Zufahrt öffnete 1903. Das südliche Ende vom alten Strom wurde bis auf einen kleinen Wasserdurchlasstunnel abgesperrt. Die Eisenbahngleise zum neuen Bahnhof wurden hierüber geführt. Der alte Strom erhielt anschließend eine neue Funktion, war nun Liegeplatz für Fischerboote, Fahrgastschiffe und Segler. Das alte Hafenbecken verlor seine bisherige Bestimmung, wurde nun zum Anlegestützpunkt für große und kleine Tourendampfer und etwas später auch zum Wendebassin. Während des Ersten Weltkrieges war Warnemünde mit seinem Marinestützpunkt zwar militärisches Sperrgebiet, doch hatte der Fährhafen darunter kaum zu leiden. Nach dem Krieg begann die Blütezeit dieser Fährverbindungen. Ab 1926 wurden per Fährschiff auch Autos befördert. Der sogenannte Weiße Schwan, das Fährschiff Schwerin, nahm seinen Dienst auf. Es war das Jahr der ersten Warnemünder Segelwoche und damit kam auch Geld in die Kasse. Der Hafenbereich veränderte sich und die Westmole konnte erneut verlängert werden. In den Kriegsjahren zwischen 1939 und 1945 waren hier Schiffe der deutschen Kriegsmarine stationiert. Nebenan befanden sich dann die Flugzeugwerke von Heinkel und Arado. Mehrmals wurde Warnemünde von den Alliierten bombardiert. Es wurde unter anderem auch der Bahnhof und die Flugzeugwerke getroffen. Dazwischen lag der Hafen. Auch er wurde beschädigt. Am 1. Mai 1945 war für Warnemünde der Krieg beendet. Der russische Kommandant befahl die Einstellung des Fährverkehrs. Die Dampffähre Mecklenburg wurde von der Sowjetunion beschlagnahmt und dann 1947 an Polen weitergegeben. Bevor der Hafen wieder seinen Betrieb aufnehmen konnte, mussten zunächst die Schiffswracks aus der Ostseeeinfahrt geborgen werden. Dies geschah im Frühjahr 1946.
auf Befehl des Stadtkommandanten durch die deutsch-russische Transportaktiengesellschaft DeRutra. Zum Seehafen Warnemünde gehörten so der Fährhafen, die Kehranlagen am Neuen Strom zwischen Ost- und Mittelmole sowie das Hafenbecken am Güterbahnhof, der Umschlaghafen für Stück- und Massengut. Stadthafen und Seehafen Warnemünde wurden umzäunt und Wachtürme errichtet. Im Hafen patrouillierten Militärboote. Per Befehl der sowjetischen Militäradministration mussten gewaltige Reparationsleistungen abgewickelt werden. Die russischen Schiffe wurden vorrangig mit Kohle aus Mitteldeutschland beladen, die nach Skandinavien gingen und der Sowjetunion Devisen brachten. In Warnemünde gab es zu dieser Zeit keinen einzigen Kran, keine Maschinen. Für die Hafenarbeiter war es die reinste Knochenarbeit. ...1947 war es dann soweit. Der Fährverkehr konnte wieder aufgenommen werden, und zwar durch die dänische Seite mit dem Fährschiff Danmark. Im Warnemünder Terminal machten vorübergehend auch wieder schwedische Fähren fest. Doch die Anzahl der Vorkriegsabfahrten konnten nicht annähernd erreicht werden. 1951. Endlich erhält der Hafen drei Verladebrücken mit Kränen, wobei zwei davon am Neuen Strom aufgebaut wurden. 1953 betrug der Warnemünder Anteil an den gemeinsamen Umschlagsleistungen von Rostock und Warnemünde 30%. Im April 1954 ging der Warnemünder Hafen dann endlich wieder zurück in die deutsche Hoheit. Der Vorhafen am Neuen Strom besaß einen zweigleisigen Eisenbahnanschluss. Ab 1961 wurde der Fährbahnhof zum Grenzgebiet erklärt und somit war dieser nur noch mit den entsprechenden Dokumenten zu betreten. Dabei ging es nicht vorrangig um Zollkontrollen, sondern man versuchte mit allen Mitteln, eine Flucht über die Expressroute Warnemünde-Geza zu verhindern. Auf dieser Fährlinie kam 1963 das Eisenbahnfährschiff Warnemünde, gebaut auf der Neptunwerft, hinzu. Die auf drei Gleise aufgeteilte Schienenlänge betrug 316 Meter. Auf dänischer Seite fuhr ab 1968 das Fährschiff Kong Frederik IX. Auf der gegenüberliegenden Seite des Breitlings begann man 1957, die Pläne zum Bau eines neuen Hafens, des Überseehafens, zu verwirklichen. Für einen neuen Seekanal musste auch eine neue Mole gebaut werden. 1960 wurde der neue Hafen eingeweiht und daraufhin dann im September des gleichen Jahres der Umschlag in Warnemünde eingestellt. Die Kehranlagen des Hafenbassins konnten seitdem komplett von der Warnowerft genutzt werden. Die neuen Schiffe wurden hier endausgerüstet und warteten auf die Übernahme durch die Bauauftraggeber. Später war es auch der Heimathafen für das in Wismar gebaute Passagierschiff Fritz Heckert. Im September 1995 wurde der Fährverkehr ab Warnemünde eingestellt und in den Überseehafen überführt. Seit der Wende stehen die Warnemünder Hafenanlagen einer mittlerweile boomenden Passagierschifffahrt zur Verfügung. Hier in Warnemünde sind wir am Ende unserer Sendung und an meiner Seite der Geschäftsführer von Rostockport, Herr Jens Scharner. Schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Scharner. Unsere Geschichte endet mit der Wende. Wie ist denn eigentlich mit dem Kreuzfahrtterminal, mit der Passagierschifffahrt hier weitergegangen? Die erste Entscheidung war, dass die Fährreederei, die bisher aus Warnemünde weggefahren ist, in den Überseehafen gegangen ist. Das heißt, wir hatten hier in der Vergangenheit ja zu DDR-Zeiten die Fährschifffahrt nach Geza rüber, nach Dänemark. Dann war hier nichts und die Kreuzschifffahrt hat sozusagen Warnemünde für sich entdeckt und die Kreuzschifffahrt hat sich seitdem wunderbar entwickelt. Wie ist die aktuelle Situation? Man hört als Rostocker sehr stolz, dass es gut vorangeht, oder? Ja, wir sind stolz, dass wir nach wie vor ein bedeutender Kreuzfahrthafen sind in Deutschland. Wir streiten uns ein bisschen mit Hamburg, wer ist der Größte, aber darum geht es uns gar nicht. Wir sind glücklich, dass wir viele internationale Gäste haben, viele Reedereien hier beherbergen können, dass wir Deutschland vorstellen können, dass wir Rostock, die Gegend hier vorstellen können und dass es auch attraktiv ist, hier Urlaub zu machen. Wie viele Schiffe sind denn in dieser Saison hier vorgesehen? Also wir planen, das ist ja immer eine Planung, ob alle kommen am Tag, knapp 200 Schiffe, davon werden 180 Schiffe hier in Warnemünde ankommen. Das sind enorme Zahlen. Womit punkten Sie, wenn Sie diese Zahlen auch in Zukunft erreichen wollen?
Zukunft erreichen ist immer schwierig. Wo wir punkten, ist natürlich der Qualität und der Standort. Es ist ein hervorragender Standort. Also die Gäste lieben es, die Reedereien lieben es. Sie haben eine sehr kurze Revierfahrt. Das heißt, die Schiffe kommen von der Ostsee, sind schnell da. Das heißt, wir haben einen wunderbaren Strand hier vor der Hansestadt. Wir haben eine tolle Region hier, wo man vieles erleben kann. Aber man kann auch das ganze Land erobern. Man kann schnell nach Schwerin kommen, nach Wismar etc. Das heißt, es sind wirklich interessante Gegenden hier zu erkunden. Und das macht es für uns eigentlich auch spannend, das zu vermarkten, den Reedereien mitzuteilen, den Gästen mitzuteilen, um auch am Ende mehr Wertschöpfung fürs Land zu generieren. Um all das umzusetzen, hat man Pläne, denn es ist eng geworden. Wie sehen die Pläne aus und wann sollen sie realisiert sein? Das ist eine Herausforderung für uns, aber auch für die Hansestadt Rostock und auch den Ortsbeirat hier in Warnemünde. Es ist nicht ganz so einfach, weil wir haben im Sommer natürlich schon mal die Gäste, die hier Urlaub machen, und dann kommen on top für manche die Kreuzfahrtgäste dazu. Wir versuchen, das in eine Balance herzustellen, dass sowohl die Entwicklung des Standortes, die Beeinträchtigungen nicht so viel werden, als natürlich an dem Wachstum partizipieren. Wir gehen davon aus, dass jedes Schiff so 100.000 bis 120.000 zusätzliche Wertschöpfung in die Region, also Euro in die Region bringt. Also wir halten das auch als Wirtschaftsfaktor für wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Schwierig ist es dort, wo die Konflikte sind. Und die gibt es, die sind objektiv so. Und wir müssen versuchen, gemeinsam, das ist auch nicht, was wir nur alleine können, sondern gemeinsam mit Reedereien, mit der Hansestadt Rostock, diese Probleme auch zu lösen. Probleme sind in erster Linie, dass es natürlich zu viele Leute dann auf einmal sind. Und wir versuchen dann mit der Planung, auch mit den Agenturen, das zu entzerren. Die Warnemünder sprechen auch davon, dass die Luft, wenn so viele Schiffe kommen, dann nicht mehr die saubere ist. Ich denke, da haben Sie recht. Aber was kann man dagegen machen? Wie wollen Sie reagieren? Zum Ersten sagen wir immer, auch wenn das subjektiv vielleicht nicht so empfunden wird, das ist noch die sauberste Luft. Wir sind der sauberste Standort an der Ostsee. Also gestern auch nochmal von CDF auch dargelegt worden, dass Warnemünde, Rostock die sauberste Luft der Großstädte in Deutschland hat. Dafür sind wir stolz. Aber natürlich ist es subjektive Wahrnehmung. Und diese subjektive Wahrnehmung müssen wir ernst nehmen. Und wir müssen gemeinsam mit den Reedereien, nicht wir als Hafen sind ja der Erzeuger, aber gemeinsam mit den Reedereien arbeiten wir daran, dass die Emissionen gesenkt werden. Wir haben Programme, die Reedereien haben Programme, und wir sehen es auch über die Langzeit. Entwicklung, dass die Emissionen runtergehen. Wir werden es nicht von heute auf morgen erreichen, wir werden auch die Ziele nicht morgen erreichen, aber wir sehen in der Entwicklung, die die Reedereien vollziehen, dass sie alternative Kraftstoffe, dass sie Filter einrichten, dass da etwas passiert und dass auch umweltfreundliche Schiffe nach Warnemünde kommen. Ja, dann darf ich sagen, Dankeschön erstmal für die Information. Wünsche Ihnen natürlich beim Umsetzen der großen Projekte maximale Erfolge. Weiterhin das gute Verstehen mit den Warnemündern zum Wohle von uns allen, die wir hier wohnen. Vielen Dank und toi 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 für die Zukunft. Danke. Danke. Ja, liebe Zuschauer, und wir sind wieder im nächsten Monat zur Stelle, wenn es heißt, willkommen zu einer neuen Zeitreise. Wir bleiben hier an der Wasserkante. Ich möchte Sie dann einladen, mitzukommen auf Fahrt, auf kleine Fahrt, eine alte Schiffsroute zwischen Rostock Stadthafen und Warnemünde, nannte sich die Strandlinie. Und genau da möchte ich Sie dann einführen. Also, bis dann und bleiben Sie neugierig. Tschüss.